überlegt. Alter, wie oft bin ich denn hier jetzt gestorben? Dankeschön. Verzogener Lümmel. Kannst du mal sehen, wie problematisch so ein Hack'n'Slay wird? Wenn du deinen Gegner nicht richtig anvisieren kannst. Normalerweise sollte man hier einen Dingsbums machen, irgend so ein Konter oder so. Aber da der mich halt ständig trifft und ich den nicht richtig anvisieren kann, habe ich halt ein Problem gehabt, meinen Zauber zu behalten. Dass Bayonetta so schwer ist. Ich meine, es ist schon bestimmt fast 10 Jahre her, als ich das letzte Mal das gespielt habe. Ich will zwar nichts sagen, aber es dauert echt lange, bis die Dinge halt fliegen. Na. Na gut. Obwohl Bayonetta eine FSK von 16 hat, habe ich immer noch so ein bisschen leicht die Angst, dass Twitch mir einen auf den Sack gibt, weil Bayonetta zu anzüglich sein kann. Ich weiß aber nicht, weil eigentlich ist das Spiel alt genug. Und wenn... müsste es doch eigentlich verboten oder verbannt sein. Techniken. Bewege L von hinten nach vorn und drücke von
hinten nach vorne. Ah, okay. Breakdance. Mach einen Spagat und drehe deine ausgestreckten Beine in einen. Auch in der Luft möglich. Halte ZR gedrückt. Ah. ZR und A. Na, okay. Warte mal, rotglühender Schuss. Na, die Schätze kriege ich halt nie wirklich hin, aber ist okay. ZR gedrückt halten und dann Breakdance-Angriff, verstehe. Speichern wir mal, Kapitel 9. Ich weiß gar nicht, wie lange ich beim ersten Mal dafür gebraucht habe. Weil 5 Stunden ist jetzt nicht so viel. Bisschen was drin. Wahrscheinlich wurden wir jetzt in irgendein komisches Dingsbums geladen. Okay, eine Arcade-Kugel, das ist gut. So, aber die Musik gefällt mir. Ich weiß nicht warum, also das gefällt mir ganz gut. Ich will aber, bevor ich jetzt hier weitergehe, will ich gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Muss ich hier vielleicht hin? Nein, muss ich nicht. Okay. Gehen wir mal hier weiter.
Oh, drei Gegner sind echt zu viel für Skills. Diese Lümmel. Diese Schufte. Wie? Ah. Ja, ich habe viel zu viel Schaden gefressen. Das war nicht mehr. Das war nicht normal. Sag mal, bin ich zu blöd? Herrlich. Oh, komm schon. Da zeigt die Bayonetta schon euch schön den Hintern und das erste, was sie macht, ist Spanking oder was? Ja, so bleibt diesen Halunken. Und nu? Hä? Von da kam ich. Okay. Ups. Okay. Gut, jetzt verstehe ich's. Ja, dieses Ganze oben und unten ist zwar ganz nett, kann aber auch ein bisschen verwirren. Okay, der Skill ist cool. Oh mein Gott. Holy Mamoli. Na, lol. Thank you.
Ja, klar. Weil ich bin jetzt hier am Controller abgerutscht. Wollte eigentlich nur mal kurz hoch, damit ich weiter reinkomme. Und dann Kettenreaktion. Damit sie doch genug Abstand haben. Oder holt er immer auf? Naja, ist okay. Okay. Es anders drehen. Gut. Schlüssel! Oh, du. Oh, komm schon. Das mit dem Wirbel ist ja übel. Oh, fick dich doch ins Knie, ey. Ich hätte nie gedacht, dass Bayonetta so assi ist. Oh Mann! Oh, dieser scheiß hurengepickte Fotzenwürfel, ey. Ist doch echt eine Last.
Oh Mann! Och. Darf ich mich bewegen? Danke. Alter, dieser scheiß komische Klotz da. Leck mich. 100, trink mal was. Danke dir. Bin die ganze Zeit schon am Trinken. Grüß dich, Blub. Alter, dieser scheiß Kackwürfel, ey. Natürlich. Spring ich jetzt daneben. Yay, mehr Energie! Als ob das was bringen würde. Wie geht's, wie steht's? Na klar. Tuff, tuff, Eisenbahn. Na super. Gut, gut, kannst nicht klagen. Das ist doch schön. Yo. Bevor es losgeht, schon mal den ersten Shot gemacht, ist klar. Ach ja, natürlich. Alter, warum ist das so hardcore? Spiel einfach keine Hack'n'Slays mehr von Japanern. Boah, wirst du schon mit dem Angriff begrüßt? Wo du schon mal die Hälfte von deinem Leben verlierst. Warum sind es zwei? Ich will ausweichen und Pantherfigur auf eine Ey, leck mir doch die Hose im Mund, ey. Hat sich das, wenn du halt irgendwie auf Nahkampf aus bist, sind die Gegner einfach nur... Ja, nö.
Man, wer kann denn davon ausgehen, dass es jetzt schon... Dass es jetzt schon der Bossfight ist? Kann man den noch ausweichen? Nee, ne? Der nimmt halt von Schwert und so ein Scheiß keinen Schaden, ne? Natürlich kann ich auch runterfallen. Was zum Geier? Ey, pick doch die Henne und... Was ist da los? Was haben die mit Bayonetta gemacht? Haben die das... Ist das so eine Art Remake? Ich habe das nicht so schwer in Erinnerung. Selbst auf normal nicht. Dass du da irgendwie, keine Ahnung, schon so einen Dark Souls Boss drin hast. Selbst bei Dark Souls kannst du der ersten Attacke ausweichen. Nee, das ist normal. Ich verstehe es halt auch nicht. Bevor du irgendwas machen kannst, erstmal eine Attacke abkriegen, die dich halt so stunt, dass du einfach... Vor allem zwei Gegner, ne? Darf ich auch mal... Hallo, ich würde mich gerne bewegen, ihr hurengefickten Bumslümmel, ey. Was soll das für eine Scheiße sein? Schön, dass man die abschießen kann, aber wenn du in den Kampf schon reinfällst... Macht es halt in meinen Augen keinen Sinn. Achso, kannst ja nicht weiter. Und wie soll ich dem jetzt Schaden machen? Ich will auch mal Hexenzeit nehmen. Das war ein sehr scheiß designter Bosskampf. Der war richtig widerlich. Damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Ich habe den aber auch nicht so schwer in Erinnerung. Beim besten Willen nicht. Dass du halt irgendwie am Anfang schon halbes Leben verlierst. Halben Lebensbalken, nur weil... Keine Ahnung. Das ist komisch. Das ist wirklich ein Fail. Ich meine, ihr habt es gesehen. Ich habe den Ausweichbutton gespammt und es war einfach scheißegal. Das ist... Nein, das ist einfach nur... So ein Popar. Nicht mal... Haben nicht mal die, die kranken Geister von den Dark Souls Machern. So ein Bosskampf hat nicht mal Dark Souls. Dass du den Kampf betrittst und nicht mal die Chance hast, dem ersten Angriff überhaupt auszuweichen.
Dharma. Triff ich da überhaupt irgendwas? Natürlich nicht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind schon gut fortgeschritten. Ich finde es halt komisch, dass du bei einem Hack'n'Slay halt niemanden... dass du halt niemanden wirklich anvisieren kannst, ne? Das ist halt echt übel. Das macht halt in meinen Augen auch viele Probleme im Kampf. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl... dass ich sehr wenig Materialien zum Heilen oder so bekomme. War das bei Bayonetta 1 schon immer so ekelhaft, oder? You here for business or pleasure? Either way, I'll hook you up. So das Gefühl, dass sie das extrem schwierig gemacht haben. Kriegst kaum Materialien zum Farmen, kommst kaum dazu, irgendwas zu holen, was dich stärker macht, weil du irgendwie gefühlt ständig auf dem Zahnfleisch gehst. Das hatte ich aber so nicht in Erinnerung. Wir müssten mit Bayonetta 1 gut durch sein, weil gestern haben wir auch schon ein paar Stunden gespielt. Wir sind im Kapitel 9. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das hat. Müsste ich jetzt nachgucken, aber...
Also hier reicht ja die Schallwelle aus. Die werden aber bestimmt gleich wieder lebendig, so wie die aussehen. Fuck. Kommt aber schon gleich was runter. Golem. Dieser scheiß Golem. Den verknote ich den Hoden. Minecraft Farm oder was? Eine Geschwindigkeit. Ja. Volleyball. Ja, das ist okay. Jetzt sind sie alle so auf dem Ball. Yeah, that's right. Zerbrochenes Hexenherz. Gut, jetzt habe ich schon wieder diese komische rote Krähe nicht getroffen. War nicht so gut. Gibt es hier sonst noch irgendwas Verstecktes oder so? Nee, ne? Boah, da muss ich mit dem Panther hin, darf aber nicht runterfahren. Ach nee, das ist mir zu blöd. Gehen wir mal weiter. Paradiso, Andenken. Ja, natürlich habe ich tausendmal verkackt, weil der Boss einfach assi-ekelhaft gewesen ist. Oh, du hast uns zu viel Leben für den Boss, also. Bis gleich. Guten Hunger. Oh, komm schon, wirklich. Kann doch nicht so eine extrem... Kann doch nicht so extrem verzögert sein. Naja, immerhin.
Yay, ich hab 2. Das war's. Den Rest muss ich gegen Dinger tauschen. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Ich hab so das Gefühl, so langsam kommen wir dem Ende nah. Wollen wir nochmal ein Kostüm anziehen, auch wenn die ultra hässlich sind und gar nicht zum Spiel passen? Ich will mal gucken, ob ich noch ein paar Lollis holen kann. Take care of my babies, will you? Wollen wir mal schauen. Also ich weiß, wir haben das schon alles mal ausprobiert, aber ich weiß nicht, das Daisy oder das Peach-Kostüm. Ja, Bob Peach würde so rumlaufen. Oder Daisy. Ich glaube, es ist wirklich nur die Farbe, die sich hier ändert. Ne? Ansonsten müsste das komplett sein. Gut, Samus hatten wir. Und Link muss halt echt nicht sein. Bei aller Liebe, aber... Nein, kein Link. Prinzessin des Pilzkönigreichs und Prinzessin von Sarasaland. Doch, das müsste Daisy sein, ne? Ein Sternenmeer. Paradiso. Na dann. Ich meine, wir haben es ja dann auf der Switch. Wie viel haben wir es eigentlich? Ja, 7:30, das passt schon. Ich glaube, mal kurz Bibi machen. Ich habe halt gesagt, ich soll trinken. Jetzt muss ich Bibi machen. Das Mikrofon geht mir so auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem komischen Ständer hier. Vielleicht stelle ich das mal woanders hin, aber ich wüsste nicht wo. Ich wüsste halt echt nicht wo. John? Cereza? The little one? Euro und RTX unter 840. Das klingt doch mal interessant.
Tentakeln. Pui. Tentacles. Why did it have to be tentacles? Widerlich. Ach, die drei Mädels schon wieder. Aber das ist doch ein... Weiß ich noch nicht. Eigentlich eher weniger. Hab gehört, du hast heute League... Achso, ja, ein bisschen. Es ist einfach so nervig, das Ausweichen, dass der Ausweichen-Knopf und der Panda-Knopf halt die gleiche Funktion haben. Zweimal ausweichen... Ist halt theoretisch das Gleiche. Als diese Panda-Funktion. Das ist doch halt... Das ist einfach saunervig. Warum ausgerechnet? Ich hatte das nicht in Erinnerung, dass das bei der Steam-Version so gewesen ist. Und das finde ich stark befremdlich. Muss ich hier runter? Scheint so. Aber er ist mir alles platt. Gibt ja immerhin Kohle hier. So, ja, ich habe ein, zwei Arams gespielt. Was aber auch komisch war, beim ersten Aram hat sie einen Cheater gehabt, der einfach alles gefickt hat. Und beim zweiten hat sie einfach Gegner, die keinen Bock hatten, die einfach in jeden Scheiß reingefallen sind. Also schon irgendwie komisch aktuell. Entweder hast du Gegner, die einfach Challenger-Level sind und keinen Bock auf eine richtige Challenge haben und mit ihrem 2, 3, 4, 5 Account drin sind. Und im nächsten Part hast du halt die... Hast du ähnliche Gegner, die halt einfach jetzt absichtlich das Spiel verlieren, damit sie beim nächsten Mal, wenn sie ehrlich spielen, halt, ne, leichte Gegner kriegen. Das hat man teilweise, das merkt man teilweise so extrem. Finde ich ein bisschen schade. Ah, den kann man zweimal aufladen, okay.
Alter, was macht der ein Damage? What the fuck ist da los? Nein. Das hat natürlich alle Fetten. Ich will es gar nicht erst probieren. Eigentlich. Aber Blub will es sehen. Echten Hexenflechte. Besiege alle Engel, ehe die Zeit... nutze Hexenflechte. Ja! Ja, wie soll denn das funktionieren, wenn ich keine Hexenflechte aufbauen kann? Nee, das kannst du vergessen. Du kannst keine Hexenflechte aufbauen, wenn die Gegner dich jedes Mal wegbashen. Also die Herausforderung ist dumm. Die muss man mir mal zeigen, wie man das... Manchmal würde ich echt so einen Entwickler mal echt fragen, was sie sich dabei gedacht haben, wie man das lösen soll. Hexenflechte machst du nach dem 5. Angriff. Ich zeig dir das mal. 1, 2, 3, 4. Oder so. Wenn du einen Gegner triffst. Aber wie sollst du deine Hexenflechte einsetzen, wenn du bei jedem Schlag zurückgebasht wird. Hä? Wüsste jetzt. Ne, ich weiß nicht, wie man es einsetzt. Okay. Nee, keine Ahnung. Kann ich euch nicht erklären. Ich verstehe es selbst nicht. Hier oben irgendwas? Ne, da muss ich nochmal drehen. Da müssen wir nochmal an der Stange tanzen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man Hexenflechte einsetzt, wenn man die Gegner nicht außer mit Hexenflechte angreifen darf. Ich verstehe es nicht. Andere Seite ist weg. Ich frage mich, ob ich sie erreichen kann, wenn ich in menschlicher Form bleibe. Ja, wahrscheinlich nicht. Deswegen ja. Das ist ein Heckenflächenangriff.
Habe ich denn schon wieder so viel Leben verloren? Richtig zurück komme ich nicht mehr. Okay, dann wird mich wahrscheinlich hier ein Gegner erwarten. Ja, war klar. Natürlich. Wie ist der jetzt so schnell gestorben? Der schon wieder. Au. Weiß man nicht. Warum kann ich das dauerhaft treffen? Wozu gibt es denn Ausweichen, wenn es einfach nicht funktioniert? Das muss man mir mal erklären, ich verstehe es halt nicht. Vielleicht haben sie es auf der Switch auch einfach nur verschissen. Man weiß ja, wie die Leute sind. Bringen irgendwas für eine Konsole raus, wenn es schon fertig ist, und dann denken sie, es ist perfekt. Scheiß Laser. Warum kann ich in der Luft ausweichen und zur Seite nicht? Boden bist du halt echt gefickt. Aber das Ausweichen und Puma-Form auf ein und derselben Taste, das ist einfach nur dumm.
Ja, aber nur in der Luft, komischerweise. Und das ist das, was mich halt... Habe ich ja gerade eben gesagt. Die ziehen sich einfach nur so in die Länge. Weil du den halt nicht richtig triffst. Siehst du? Sobald ich den Boden berühre und der den Laser von unten macht, sofort getroffen. Das ist komisch. In der Luft kein Problem, aber hä? Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Dass du den damit besiegen musst. Gibt's denn noch ein Hell's Gate? Nee, ne? Dass ich mir noch wenigstens was holen kann. Leider nicht. Schade. Wenn ich hier ganz außen rumlaufe, dann müsste ich den doch eigentlich... Dann kriegt er noch wenigstens Schaden. Aber der andere kriegt halt vom... Aktiviert sich keine Hexenzeit. Warum kann ich kein Climax oder so machen? Dieser Strahl von unten nach oben ist echt übel, weil der extrem zeitverzögert ist. Ey, der hält einfach viel zu viel aus, weil der in der Luft eiert. Das ist doch einfach nur ekelhaft. Ich krieg